Hey ho! Hier ist wieder euer Bikekrieger und es geht weiter mit Let's Play Minecraft Multiplayer. Jo, beziehungsweise wir haben jetzt auch einen Zaubertisch. Ja, da habe ich ein bisschen gefarmt und wir haben jetzt einen. Mal schauen, ob der auch auf Level 30 funktioniert hier. Haltbarkeit 3, das ist super. Die werde ich mir gleich mal machen. Wenn es denn funktioniert, jo. Das scheint zu gehen, das Ganze. Ah, falsch. Da muss natürlich ein Buch rein. Stärke 4 ist auch eine ganz coole Sache. Würde ich mal meinen. So, Schutz 3. Jo, Schutz 3 geht auch. Kann man auch immer mal gebrauchen. Lieber wäre mir jetzt irgendwie was mit Schärfe oder mit Effizienz oder Silk Touch oder irgendwie sowas. Aber gut, man kann leider nicht alles haben. Dann gehen wir mal rüber und schauen mal, ob wir uns noch ein paar XP besorgen können. Denn da drüben gibt es ja ein paar Skelette zu killen. Oh, würde eigentlich ganz gut klappen zum XP farmen. So, habe ich eigentlich gar keinen Ton mehr an hier. Ein bisschen Ton darf ruhig sein. Oh. Schauen wir mal rüber. Bin mal sehr gespannt auf Hightail, das soll jetzt dann bald kommen. Ich glaube im Februar. Vielleicht wird es eine kleine Alternative zu Minecraft. Okay. Schauen wir mal, ob irgendwas noch gespawnt ist. Okay. Da muss ich auch aufpassen, dass hier nicht irgendwie ein Creeper ist oder so, weil ich habe hier leider keine Rechte zum Reparieren von dem Ganzen. Nur ein Skelett drinnen, das gibt's ja nicht. So, dann würde ich mal sagen, stelle ich mich mal da oben hin und warte da ein bisschen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn da ein paar Skelette runtergefallen sind, weil sonst können wir leider keine Level machen. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Es geht weiter. Wir gehen mal nach unten und schauen, wie viele da schon da sind. Hoffe mal, dass ein paar unten angekommen sind. Stand da jetzt bestimmt eine halbe Stunde AFK. Sollten einige stehen. Oha, ja. Das sind einige. Ja, da kriegen wir einiges an Leveln. Stand jetzt bestimmt eine halbe Stunde der AFK rum. So, da kommt aber einiges raus. Eigentlich könnten wir hergehen und das ganze Zeug herauswerfen. Ja, wir werden nämlich die Knochen behalten. Die kann man immer mal wieder brauchen. Entschuldigung. So. Das sind echt viele. Ja. Aber für eine halbe Stunde gab es jetzt nicht sehr viel Level. Ja gut. Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum. Habe ich hier Rechte zu bauen? Ja, habe ich sogar. Da werde ich demnächst mal was hinsetzen. Es gibt nämlich ein kleines Problem hier. Es gibt pro Block eine Begrenzung, wie viele Skelette da maximal stehen dürfen. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Aber man kann hier eine Leiter hinsetzen und dann können da unendlich viele stehen. Ist so ein kleiner Minecraft-Bug. Ja, hier ist auch einiges angekommen. Das will ich gar nicht sehen. Weg hier. Ah, komm, Spinne. Weg mit dir. Na gut. 4 haben wir jetzt an Levin leider nicht erwischt. Ja, aber für ein weiteres Buch wird schon mal reichen. Bisschen links drei. Wo ist denn hier der Verzauberungstisch? Hier stand doch auch irgendwo einer.
Dachte ich zumindestens. Hm, oh, da geht's aber nach unten. Wer hat denn hier geschludert? Oh, ich gehe da nochmal zurück. Da stand ja eine Werkbank. Dann kann ich nämlich gleich mal meine Sachen hier verarbeiten. So, wir haben einige Knochen gekriegt. Machen wir Knochenmehl draus. Oh, das Knochenmehl können wir nämlich dann wieder hernehmen. Zum Düngen von den Kürbissen oder ich weiß auch nicht. Allgemein für Pflanzen halt. Und wir können daraus Knochenmehlblöcke machen. Damit kann man die einfach ein bisschen besser lagern noch. Nehmen nicht so viel Platz weg. Finde ich ganz gut. Und drum werde ich die auch so einlagern. Boah. Außerdem kann ich dann einen Block davon benutzen, dass ich das Loch jetzt gleich zumache. Muss derjenige halt dann wieder wegmachen. Aber das geht nicht, dass hier einfach ein Stück Weg fällt. Geht. Kann man ja reinfallen. Ah, ihr geht schon rüber zu meinem Haus. Oh, schnell rein ins Wasser. Ah, da brauche ich kein Boot. So weit ist es nicht. Na, ein Land hier. Dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes für ein Buch rauskriegen. Es ändert sich ja auch zufällig, also man kann sich leider nicht aussuchen, welches man kriegt. Ah, und drauf. So, dann schauen wir mal. Stärke 4. Klingt auch nicht schlecht. Aber für ein zweites, glaube ich, reicht es nicht mehr. Ne, Rückstoß wäre cool für ein Schwert, aber im Moment keine Level mehr. Ab ins Haus. Und da werden wir gleich mal eine Truhe aufstellen, wo wir die ganzen... Beziehungsweise wir können die ganzen Bücher eigentlich in den Dachboden verschaffen. Denn da gibt es nämlich auch ein paar Truhen. Tun wir es gleich hier rechts rein. Noch haben wir leider nicht genügend. Diese Dinger hier sind zum Verzaubern da, die habe ich schon mal gemacht. Leider haben wir noch keine Effizienz, aber wir haben dafür ein Haltbarkeit 3 Buch. Was ist denn das? Ja. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Damit halten nämlich die Werkzeuge viel länger. Und das werde ich beim nächsten Mal, wenn ich ein Effizienzbuch habe, gleich benutzen. Ich hätte ganz gerne Glück 3 oder auch Silk. Damit könnten wir nämlich dann ein bisschen mehr auf Diamanten gehen. Kriegen wir nämlich wesentlich mehr Diamanten. Jo, was haben wir denn hier noch? Das ganze Zeug können wir mal wieder wegpacken. Beziehungsweise, wo ist denn... Ah, hier sind auch noch Bücher. Die nehme ich auch gleich noch mit hoch. Die brauchen wir natürlich nicht hier unten. Kommen oben in unsere Buchkiste rein. Oh, genau. Ja. Weg ist das Zeug. So, dann brauchen wir allerdings noch irgendwie einen Ort, wo wir die Sachen zum Enchanten hintun. Sinnvoll wäre ja in der Nähe von dem Enchanting Table. Oh, machen wir einfach mal noch ein paar Kisten. Oh. Hm. Ja. So. Die Kisten sollten reichen. Dann stelle ich mal hier eine Kiste hin. Hier zwei Kisten, ist ja auch egal. Die ganzen Sachen da rein. So. Damit sind wir ganz gut bedient. Würde mal sagen. Hat doch ganz wunderbar funktioniert. Was haben wir hier draußen noch alles? Hm. Okay, da ist nicht großartig mehr. Schauen wir mal, ob unser Eisen durchgebrannt ist. Ja. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Level, wenn wir hier Sachen braten. Wir könnten auch einfach Steine braten. Ich weiß nicht, wie viele Level das gibt. Wir können sie mal ausprobieren. Ja. Rein mit dem Stein. Steaks nehmen wir uns natürlich raus.
Steaks machen wir mal hier rein, würde ich sagen. Und ja, ach, das ist bemooster Bruchstein. Brennt gar nicht. Der brennt gar nicht durch. Okay. Was haben wir hier noch? Wie ist unser Schild eigentlich? Zur Hälfte ungefähr. Irgendwas zum Brennen. Netherrack, können wir Netherrack brennen? Ich glaube, das können wir zu Netherziegeln brennen. Ob das allerdings XP gibt, weiß ich nicht. So, hier haben wir auch noch Knochenblöcke. Wo sind die anderen Knochenblöcke unten? Ja. Hier tun wir auch mal separat. Tun wir auch mal da draußen hin. Dann haben wir zum Düngen immer was. Schau ich mal, ob Netherracks brennen. Und ob das auch Level gibt dann. So. Da können wir leider nur Erz reinpacken. Hier ist auch noch ein Ofen. Warum nicht? Brauchen wir noch irgendwie Kohle? Haben wir noch Kohle? Quarz und Eichenholzzahne könnten wir eigentlich auch verbrennen. Brauchen wir nämlich nicht. So, nehme ich mal raus. Ah, scheint keine Level zu geben. Nö, leider nicht. Aber wir können daraus Netherziegel machen. Können wir vielleicht irgendwie was für unseren Zaubertisch hier machen, dass wir den ein bisschen umbauen können noch. Ein bisschen schöner. So, dann mal ganz durch hier weg. Was mache ich mit Eisen? Was Eisen? Machen wir einfach mal Blöcke draus. Ein bisschen besser zu lagern. Und machen wir hier oben noch ein bisschen Erzitröhe. Wo haben wir es denn? Dachte ich, hätte schon irgendwo Blöcke gehabt mit Ernten. Weiß ich gar nicht. Tun wir es einfach mal damit rein. So. Na, den nehme ich mal mit, den Eisen. Denn, wie ihr sehen könnt, ist leider mein Helm kaputt. Und da ich keine Dias habe, muss ich mir jetzt wohl einen Eisenhelm machen. Besser als keiner. Schnell auf und Kopf drauf. So. Wird schon wieder dunkel draußen. Können wir eigentlich noch schnell das Zuckerrohr ernten, dass wir für die nächsten Verzauberbücher auch wieder Materialien haben. Oh, weiß nicht, geplant. Wir wollen die natürlich stehen lassen, dass die auch wieder nachwachsen können. Dann holen wir uns die mal. Sind ja gut gewachsen, die Dinger. Eine richtige Plantage schon. Oh. Können alle mitnehmen. Da ist irgendwas im Wasser. Hallo, mein lieber Freund, was bist denn du? Oh. Beziehungsweise, was warst du? Jetzt ist er ja tot. Wir schwimmen noch ein paar Zuckerrohr-Dinger. Ja. Wir schwimmen auch noch welche. Das sollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wäre alles Materialverschwendung sonst. Hm. Überall liegen die rum. So. Oh nein, ich hasse dieses Geräusch. Kommen jetzt gleich wieder diese Phantome, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Oh, da haben wir einen von unseren lieben Unterwasserfreunden. Na komm her. Ein paar Level gibt er uns ja immerhin. Leider nicht genügend. Hier muss ich auf jeden Fall noch was machen, dass ich hier leichter rauskomme. Denn es ist irgendwie fail hier. Ah. Na, hoch da. Okay. Wir
Wir könnten uns ja mal hier umschauen, ob hier irgendwo Monster sind. Weil im Moment wären die uns ja ganz gelegen. Denn die könnten wir dann killen und würden dann dementsprechend auch ein paar Level kriegen. Oh. Oh, das sind aber ein paar viele. Ach, kommt her, Junge. Hey. Ja, die geben noch ein paar gute Level ab. Da muss ich mir was überlegen auf Dauer, wie wir das machen. Dass wir schnellstens an Level kommen. Wir wollen hier nicht langsam machen. Alle paar Folgen mal ein Buch enchanten, sondern wir wollen hier wirklich sehr schnell mal eine gute Rüssi kriegen. Wir wollen ein gutes Schwert kriegen. Wir wollen eine gute Pike haben. Muss natürlich alles auch sein. Aber hier treiben sie auch keine mehr rum. Hier sind keine Zombies, gar nichts. Wann ist ein Skelett? Ja, komm her. Sollte mal ein bisschen mehr mit... Oh! Nein, 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 nein. Ich würde es ganz gerne killen. Ah, hat leider nicht geklappt. Warum höre ich eigentlich die Explosionsgeräusche nicht? Oh, da ist ein Enderman. Komm her. Oh je. Alle wollen sie mich in die Luft jagen hier. Ich glaube, 3 Schläge braucht man pro Creeper. So, komm her. Wenn ich ihn nur erwischen würde. Ich bin eigentlich einer, der cheatet da immer rein beim Kämpfen. Bringt natürlich mit dem neuen Kampfsystem überhaupt nicht. Man kann jemanden so stark schlagen mit dem Schwert, dass er nicht mehr den Boden berührt. Weil der Knockback hält ihn dann in der Luft. Aber das geht hier, glaube ich, auch nicht mehr. Da bringt es gar nichts, wenn man mit 16 CPS dann drückt. Weil die Kraft halt nicht da ist zum Schlagen. So. Kriege ich jetzt noch mal ein paar Level, komm. Die 30 hätte ich noch ganz gerne. Die müssen wir uns hier stark erkämpfen. Schenkt uns niemand. So. Yep. Bisschen was fehlt noch. Oh nee. Hasse die Dinger. Ah, diese Kleinen sind richtig fies. Hey, hey. Wir haben aber ein paar starke Probleme, die Dinger. Komm. Ja, jetzt haben wir ihn. Wir haben sogar ein paar Lederstiefel von ihnen gekriegt. Die brauchen wir zwar nicht, aber naja, gut. Schauen wir mal erstmal, was bei unserem zweiten Buch hier rauskommt. Ah, die Bücher habe ich jetzt drin hingelegt. Ah, wo sind sie denn? Nee. Wo habe ich das Enchanten-Zeug hingelegt? Nee, ich habe das Enchant-Zeug ganz oben hin. Ist damit nein? Nein. Hä? Ich bin verwirrt. Wo habe ich das hin? Wo habe ich das hin? Gibt's doch nicht. Ah, stimmt, ich habe es ja draußen hingelegt. Ich habe extra eine Truhe aufgestellt. Yep. Das sollte es drin sein. Sehr schön. So, dann einmal
Lapis, einmal ein Buch und wir haben einen Rückstoß. Und das nächste wäre Bann hier. Das könnten wir gut in der Hölle gebrauchen. Ah, das nehmen wir klein. So, dann hoch in unser Versteck hier auf dem Dachboden und weg mit dem Buch. Da ist es auf jeden Fall schon mal sicher. Die Enderperle könnten wir eigentlich auch aufheben. Da könnten wir eine Ender-Chest draus machen. Weiß nur noch nicht, was man in Vanilla damit anfängt, aber gut. Hey, hier ist erstmal nichts mehr. Ich gehe jetzt dann mal schlafen und sag für heute dann auch wieder Tschüss. Schau dir wieder ein im nächsten Part. Vielleicht haben wir bis dahin wieder ein paar Level mehr.